Vorsicht, Gegner! Zum einen natürlich, weil das Spiel geil ist. Und immer noch einer meiner Favorit-Strategiespiele überhaupt. Und zum anderen, weil ich unbedingt einen Speicherpunkt brauche. Für Shadow of the Phoenix, wenn wir das dann irgendwann mal let's playen, beziehungsweise ich. Denn durch den Festplattencrash ist ja auch mein Savegame verloren gegangen. Der ganze Charakter ist weg. Wir müssten also einen vorgefertigten Charakter nehmen in Shadow of the Phoenix. Wenn ihr euch für den The Order of Dawn Charakter entscheiden würdet. Und das, da hätte ich absolut keinen Bock drauf. Vor allen Dingen auch nicht, weil wir dann Kord nicht hätten. Und das kann ich doch nicht machen. Das kann ich meinen Fans nicht antun. Kord muss auf jeden Fall drin sein. Denn dieser Running Gag muss einfach fortgeführt werden. Ich wäre euch freundlich, wenn ich... Das ist ein Hinterhalt. Ich wäre außerordentlich freundlich gestimmt, wenn ich auch mal treffen würde. Ja, los. Hau. 14. Alles klar. Wir werden angegriffen. Welche Stufe sind die? 2. Die können mich doch nicht fertig machen. Das ist ein Hinterhalt. Nee. Also, das ist wirklich... Da fällt mir jetzt langsam echt schon nichts mehr zu ein. 3-mal gestorben. Auf der ersten Map. Dabei habe ich noch nicht mal auf Hard gestellt. Ich hatte erst überlegt, ob ich noch auf Hard stelle. Aber ich glaube, das Vorhaben hat sich gerade in Luft aufgelöst. Das ist ja bombenschwer, ey. Oder habe ich falsch geskillt? Ausdauer haben wir eigentlich... Ja, das ist eigentlich alles richtig. Deswegen wundert mich das gerade. Ziemlich dumme Sache. Gut, dann lassen wir das halt beides außen vor und gehen einfach sofort in die Sturmfelsen, würde ich sagen. Ihr habt ja sowieso keine Möglichkeit, euch zu wehren. Ich mache einfach, was ich will. Es wäre schön, wenn ihr mal ein bisschen schneller laufen könntet. Denn mir gehen die Kommentare aus. Mein Vorbereitungszettel habe ich schon völlig abgearbeitet. Quatsch, ich habe keine Vorstellungszettel. Und ich lese auch überhaupt nicht ab. Ich hätte vielleicht vorher diesen Seelenfels noch aktivieren sollen, bevor ich da dieses Himmelfahrtskommando unternehme. So, jetzt aber. Geh hindurch, wir folgen dir. Das ist äußerst freundlich. Gehen wir hindurch. Finde ich, ist eine außerordentlich gute Idee. Ja, was wird uns in den Sturmfelsen erwarten? Noch mehr Gollums! Einer hat sogar eine Kappe. Was ist das? Skerg. Oh, Runenkrieger. Oh. Komm, du stöhnst doch nur wegen meinem Bus. Runenkrieger, mächtig. Helfen, Skergs. Wir sind in Eile, Wicht. Was ist denn mit euch geschehen? Janina, sie ist sehr krank. Janina? Wir bringen Janina zu Hulu, großem Heiler. Aber garstige Katzen uns angreifen. Garstige Hobbits. Wir getrennt von Janina. Janina verloren. Ihr Janina helfen, nicht weit im Norden sie ist. Ja. Ihr Janina helfen. Geht und erschlagt garstige Katzenwesen. Janina. Sie gehörte zum Widerstand. Okay. Wir glaubten, sie sei tot. Sie war der Grund, dass Dunhan sich mit allen zerstritt. Wir müssen ihr helfen. Ja, vielleicht kann sie uns zu Dunhan führen. Das wird sie sogar ganz gewiss kriegen. Ja, Norden, ihr gehen, folgen Weg bis Kreuzung. Dort Janina irgendwo. Ja, Janina wird dann wohl der erste Weg sein, um eine Einigung mit Dunhan erzielen zu können. Ihretwegen hat Dunhan den Widerstand verlassen. Eine junge Waldspinne, die kennen wir auch noch. So, und hier kommen wir auch zu einem großen Unterschied. Ein großer Krieger.
Wir sollten versuchen, sie zu befreien, aber wir werden Verstärkung brauchen. Tja, ich sehe schon ein Monument und ihr? Ja, anders als in The Order of Dawn fangen wir nicht mit den hellen Rassen an, sondern mit den dunklen Rassen. Und das, finde ich, ist eine großartige Abwechslung. Da es doch schon ziemlich lange im ersten Teil gebraucht hat, bis wir dann das Vergnügen bekommen haben, die dunklen Rassen zu spielen. Wir werden jetzt erstmal das Monument natürlich aktivieren und dann ein paar Orks losschicken. So, die Waldspinne werde ich eben noch vernichten. Ach ja, die Skerks stehen uns zur Verfügung. Jetzt wissen wir auch mit welcher Rasse wir es zu tun haben. Das sind die Arbeiter der Dunkelelfen. Das sind also Skerks. Und das sind ja so eine Art Eingeborene, würde ich jetzt sagen, die es tatsächlich geschafft haben, irgendwie aus der Knechtschaft ihrer Meister zu entfliehen. Ja, hier oben haben wir Janina. Das sieht tatsächlich auch aus wie ein etwas weiterer Weg. Wir müssen hier lang. Da kommen natürlich die ersten Kitar-Späher. Ist was. Aber macht, was ihr wollt. Ihr werdet mich niemals finden. Zumindest werdet ihr nicht lebend zurückkehren. Gut. Ja, wir haben eigentlich... Ja, ja. Im Moment keinen Rohstoff ist außer Holz. Also. Nahrung dann eventuell noch. Also im Grunde können wir alle auf die Holzjagd schicken. Los, bringt mir lebende Bäume. Häutet sie. Die sind alle recht stark, muss ich sagen. Irgendwie ist das alles ein bisschen befremdlich. So. Bauen wir hier mal die erste Holzfällerhütte hin. Ach ja, und für die, die es immer noch nicht wissen. Man dreht Gebäude, indem man das Steuerung gedrückt hält und das Mausrad dreht. Mich wundert, warum das so viele nicht wissen. Das ist eigentlich... ziemlich wichtiges Feature. Also ich würde mich schrecklich fühlen, wenn ich das Mausrad nicht drehen könnte. So, wir werden auch bald unseren nächsten beziehungsweise nächstes Level up haben. Ich hoffe, dass wir dann noch ein bisschen stärker werden. Ich will am liebsten auch noch auf schwere Rüstung gehen, damit wir so richtig schön gepanzert sind am Ende und eventuell entweder auf weiße Magie oder auf schwarze Magie. Als kleiner Zusatz. Aber ich will euch da eigentlich ein Mitspracherecht einräumen, also ihr könnt da ein bisschen mitentscheiden. Ich bin müde. Wenn ich jetzt als als Referenz anführe, die Wahl meines Spieldrachens bei Eye of the Dragon, dann wird natürlich schwarze Magie gewinnen, denn schwarze Magie ist ultra cool, etc. Das kennt man ja schon. Irgendwie laufen die Kitar weg. Eventuell irritiert sie mein Parfum. Das könnte natürlich sein. Was wollt ihr? So, als nächstes errichten wir einen Keulenschnitzer. Schon dabei, ist was. Um den Schläger bauen zu können. Die erste Einheit der Orks, die kennen wir ja schon zur Genüge. Eigentlich nur in Massen zu was zu gebrauchen, aber mein Gott, das ist die erste wirkliche Karte, also. Im Grunde ist es egal. WoW ist auch das einzige Spellfass, was ich wirklich nur einmal gespielt habe. Was wollt ihr sonst? Ich weiß gar nicht genau, woran es liegt. Es ist, ich finde, es hat seine Längen. Das fand ich dann nicht so gut. Kleines Haupthaus haben wir nicht, oder? Haben wir natürlich nicht. Gut, errichten wir die Fischerhütte mal hierhin. Ja, ja. Ich bin müde. Allerdings erst, wenn wir das Nahrungslager... Wir haben doch ein kleines Haupthaus, oder? Müssen wir doch eigentlich. Nicht? Da können wir aber das Nahrungslager nicht bauen. Und auch nicht die Schamanenhütte. Und fast gar nichts.
Das ist ja scheiße. Na los. Gut, dann haben wir eigentlich nur die Möglichkeit, hier 10 Schläger zu pumpen und dann sehen wir weiter. Derweil werden meine Orks fleißig Holz ernten. Mit Axt und Händen. Die Bäume sind stark, ihre Wurzeln reichen tief. Krieg. Doch wir werden es schaffen. Krieg. Das Gebäude ist einsatzbereit. Ja, geht ein bisschen fischen. Doch ein Keschern da. Primitiv. Aber es funktioniert. So. Ich würde sagen, 10 Schläger sollten eigentlich anfangs noch genügen. Säubern wir erstmal hier die untere Seite. Und gucken dann weiter. Blondie geht natürlich voraus. So läuft das. Also die Rollenverteilung wird diesmal etwas anders sein. Emanzipation